Guten Abend, heute zeige ich euch, wie ihr folgenden Fehler beseitigen könnt. Und zwar ist das der Fehler, diese Webseite ist nicht verfügbar. DNS prop finished bad config. Ja, das Ganze demonstriere ich jetzt einfach mal, indem ich folgende Seite aufrufe. Web.de funktioniert schon mal nicht, gmail.de auch nicht und das Ganze wird auch bei allen anderen Seiten nicht funktionieren. Deswegen gehe ich auf die Systemsteuerung. Ich habe das einmal hier abgebildet. So, falls ihr es nicht auf Anhieb findet, geht auf die Suche und sagt Systemsteuerung. Dann findet ihr es auch auf Anhieb. Dann geht ihr auf Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter und anschließend auf die Adapter-Einstellungen. In dem Fall entweder Ethernet oder Wi-Fi. Ich habe jetzt in dem Fall Wi-Fi. Deswegen gehe ich auf die Wi-Fi-Einstellung und sage Eigenschaften und auf TCP/IPv4, ganz wichtig. Dann gehe ich auf die Eigenschaften und hier unten sehen wir auch schon die DNS-Einstellungen. Da wählt ihr einfach 8888 aus. Dann bestätigt das mit OK und dann könnt ihr auch alles schließen. Denn ab nun könnt ihr alle Seiten aufrufen. So, dann gehen wir mal rauf und sagen web.de. So, da wird jetzt nun ein anderer DNS-Server verwendet und zwar ist das der von Google mit der DNS-Serveradresse 8.8.8.8. Und somit lassen sich alle Seiten aufrufen und zwar auch erfolgreich aufrufen. Nachdem ich das Ganze wieder auf automatisch umgestellt habe, hat es natürlich auch funktioniert. Aber falls ihr in der Situation seid, dass gar nichts mehr geht, könnt ihr einfach den Server von DNS-Server von Google nehmen. Und da seid ihr auf der sicheren Seite, dass es dann auch funktioniert. Viel Spaß damit, bis bald.